Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, was ihr überhaupt tun müsst, um euren Proxmox Host an sich selber zu backuppen. Nein, es geht nicht um die virtuellen Maschinen, was muss ich da tun, da gibt es verschiedene Wege, viele Wege, gute Wege. Heute geht es darum, wie und was muss ich eigentlich backuppen, damit ich mein Betriebssystem Proxmox oder beziehungsweise der Orchestrator Proxmox vernünftig weggesichert werden kann. Egal ob Single Node oder im Cluster. Und ja, ich habe viel gelesen, was muss ich da backuppen an sich. Proxmox selber, das Unternehmen Proxmox selber gibt da auch nicht wirklich Informationen, außer im Forum von eigenen Proxmox-Leuten gibt es da ein paar Informationen und ich habe die besten sozusagen zusammengetragen und fasse das jetzt in diesem Video für euch einfach mal zusammen. Los geht's! Ich hatte sowieso schon vor ein paar Wochen mal Borg-Backup euch vorgestellt, das werden wir jetzt auch einfach hier nutzen und ich habe dazu auch schon einen Blogbeitrag einfach mal weggepostet oder geschrieben, wo es darum geht, wie kann ich das Ganze automatisiert machen, werden wir jetzt natürlich auch in diesem Video machen. Aber vorab erstmal ein bisschen Theorie. Warum, wieso Borg-Backup ist erstmal eine andere Sache, ne? Steht hier Deduplication, Compression, es eignet sich einfach sehr, sehr gut. Viel wichtiger ist, was muss ich backuppen? Und das ist in dem Falle hier deswegen auch fett geschrieben, ich kann es nicht besser markieren. ETC, PVE ist das, was ihr wegschreiben solltet. Da steht einfach alles drin. Ich klicke mich einmal durch. Die Konfiguration größtenteils, sagen wir mal 97% der Konfiguration von eurem Proxmox-Host steht dort in den oder stehen in den Dateien, Ordnern oder sonst was von dem Ordner etc. PVE drin. Ne, egal, ob es jetzt hier die Replication ist oder was weiß ich, die ganzen virtuellen Maschineneigenschaften, Monitoring-Optionen und so weiter und so fort, hier unter Data Center. Das ganze Software-Defined Networking steht da drin. Die ganzen Zertifikate stehen da drin. Ja, die Firewall-Einträge glaube ich auch, müsste ich jetzt aber mal nachgucken, aber hier auch der Matrix-Server steht hier drin. Die Optionen stehen da drin. Alles ist in diesem Ordner einfach zentralisiert. Wir können es ja mal beispielsweise aufmachen. Ich habe es hier. Gucken wir erst einmal nach der Version, ob ich auch hier richtig bin. Ich habe nämlich gerade ein Update gemacht. Wir müssten jetzt irgendwie bei 4.8, glaube ich, sein. Gucken wir mal 4.8, also 64-8. Gucken wir mal da rein in den Ordner etc. PVE. Und machen mal ein ls-l. Ihr seht, da ist einiges drin. Es verbirgt sich hier die Status, die Storage, die User, die VZ-Dump-Cron, also das automatisierte Backuppen über euer VZ-Dump-Backup von Proxmox an sich selber. Viel, viel wichtiger noch, hier diese QEMU-Server-Ordner, wo eure Hüllen von den virtuellen Maschinen drinstehen. Das wird Backup immer noch nicht die virtuelle Maschine an sich selber, beziehungsweise die Virtual Hard Disks von eurer Maschine, aber die Hüllen, wo drin steht, wie viel Kerne, welche CPU-Typ, welche Optionen. Es kann ja sein, dass ihr super, super viele Maschinen habt, die filigrane Einstellungen haben, die vielleicht sogar speziellere Einstellungen haben. Kann ja alles sein. Das steht in den Dateien. Das wird hier jetzt mit weggebackupt, wenn ihr den Ordner etc. PVE backupt. Schön. Also, das haben wir. Ich habe jetzt zusätzlich noch hinzugefügt, etc. Network wäre vielleicht keine schlechte Idee, da nämlich Proxmox selber in die Datei, ja, in die Interfaces-Datei reinschreibt, wenn ihr natürlich viele virtuelle Interfaces habt, VLANs, Bridges und so weiter und so fort, steht halt eben alles damit drin. Ich habe jetzt sicherheitshalber mal noch etc. Host, etc. PVD mit reingenommen, wer weiß, was ihr alles auf eurem System macht. Und da komme ich jetzt gerade zu dem nächsten Punkt, den ich aus meiner Sicht mal erwähnen wollte. Bitte, bitte tut mir den Gefallen. Ich sehe ja durch auch euch, durch meine Videoschauer, die mit mir reden und kommunizieren und Probleme und Fragen haben, immer, immer wieder, dass ihr auf den Hosts super viele Sachen laufen habt, die gar nicht auf einen Orchestrator, auf den Hypervisor gehören. Auf den Hypervisor gehören vielleicht Konfigurationen des Hypervisors persönlich und eben die virtuellen Maschinen. Kein noch dies, kein noch jenes. Selbst ich mache jetzt ja gerade schon, dass ich das Borg-Backup darauf installiere, was wenigstens noch einen Nutzen hat. Aber ich installiere mal noch dies, ich installiere mal noch jenes und ich hole es jetzt einmal aus der Trickkiste heraus. Es ging viel herum, dass man den Proxmox-Backup-Server auf denselben Server drauf installieren kann. Dass es sogar scheinbar eine Empfehlung gab von Proxmox, aber echt, nein, sowas macht man nicht. Das ist einfach, keine Ahnung, auf den Hypervisor gehört nichts weiter drauf, was nicht unerlässlich ist. In meinem Falle jetzt stimme ich mir, oder bin ich jetzt gegen mich selber gerade eben, eigentlich gehört auch mein Borg-Backup nicht dort auf die Maschine drauf.
weil es gehört einfach nicht auf einen Hypervisor. Ganz einfach. Das wollte ich einmal klargestellt haben. So, wir fangen jetzt aber einfach damit an, dass wir jetzt unser Borg-Backup einfach mal einrichten, indem wir jetzt ja erstmal unser Zielhost, wir machen das jetzt per SSH, einmal einrichten. Dann muss Borg installiert sein, das habe ich schon getan, gucken wir uns aber an. Und dann richten wir das Ganze einfach mal einmalig per Hand ein und dann nutzen wir hier ganz normal das automatisierte Backup-Script. Also, fangen wir an, dass wir mal den SSH-Key auf mein System kopieren, wo ich jetzt mein Backup hinmachen will. Das mache ich einfach mit einem SSH-Copy-ID, root at 192.0.54. Ich bestätige das Ganze. Jetzt muss ich ein bisschen Rätsel raten mit meinem Passwort. Wofür so ein Passwortmanager doch alles gut ist. Machen wir das Ganze nochmal. Wupp. Passwort eintragen. Und wir haben den SSH-Key übertragen. Jetzt können wir uns auch passwortlos einfach auf dem System anmelden. Machen wir einfach mal SSH root at 192.168.0.54. Und ihr seht, ich bin auf meinem SRV01 eingeloggt. Eine Gegenprobe, das ist ganz, ganz wichtig. Auf dem Zielsystem muss auch Borg Backup installiert sein, damit das Ganze auch die ganzen Daten verarbeiten kann. Weil wir machen jetzt ja im Endeffekt ein Remote Borg Backup und deswegen muss auf dem Ziel das Ganze dort auch installiert sein. Schön, wir haben die Grundvoraussetzung geschaffen. Ich würde sagen, wir legen noch maximal mal noch einen Ordner an und den packen wir jetzt einfach mal unter Opt Backup. So nennen wir jetzt einfach unseren Backup-Pfad, wo ich das Ganze jetzt hinhaben will. Mkdir Opt Backup. Wunderbar. Wir sagen hier ein Exit, clearen mal wieder das Ganze und fangen jetzt an, unser Backup einmalig zu initialisieren. Machen wir mit einem Borg Init. Ich glaube, wir müssen einen minus E machen. Das gucke ich jetzt mal nach für die Encryption. Hier haben wir es. Minus E oder minus minus Encryption. Repo Key. Bin ja ein fauler Sack. Jetzt hat das nicht kopiert. Muss ich mal einmal kopieren und dann einfügen. Und jetzt haben wir ja gerade gesagt, wir wollen unseren Server verwenden. Also, wir nutzen root at 192.168.0.54 und dann haben wir gesagt, wir wollen nach opt backup. Boom, das Ganze schießen wir ab. Dann wird jetzt eine Verbindung aufgebaut zu meinem Zielsystem, wo auch Borg installiert ist. Und jetzt fragt er mich auch schon nach einer Passphrase und das ist die Passphrase, womit ich das ganze Backup jetzt verschlüsseln möchte. In meinem Falle, damit wir es auch gleich in unser Config oder in unsere SH-Datei reinpacken können für unser automatisches Backup, wähle ich jetzt hier mal irgendwas Einfaches. Ich wähle jetzt hier einfach mal YouTube aus. Ihr solltet da natürlich was Komplizierteres nehmen. Do you want your password display to verification? Ja, lassen wir uns einmal anzeigen. Dann seht ihr jetzt hier, ich habe auch das Passwort YouTube verwendet. So, damit ist jetzt das Backup initialisiert auf unserem Host 054 via SSH. Und wir können das erste Backup einfach mal anstarten. Das geht hier mit Borg Create, Stats, Progress, mit Compression. Und dann geht es schon los, dass der Pfad zum Ordner müssen wir anpassen. Und dann im Endeffekt, was wollen wir überhaupt backupen, angeben müssen. Tun wir, machen wir, kein Problem. Borg, create, minus, minus, wie war das? Stats, ich gucke es nochmal nach. Dafür habe ich es ja extra auf der Blogseite gepostet. Ihr seht es hier unten am Bildschirmrand. Minus, minus Stats, minus, minus Progress. Das ist im Endeffekt nur, dass ich nachher auch Statistiken und einen Progress-Balken habe. Sonst wäre das Ganze nämlich blind. Dafür ist das Ganze. Minus, minus Compression gleich LZ4. Und jetzt kommt der Pfad zum Backup. Also root at 192.168.0.54 Doppelpunkt slash opt backup. Ihr könnt alles sehen, ihr seht alles. Wunderbar. Und jetzt kommt alles das, was ich im Endeffekt backuppen will. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht jetzt entscheiden, was ihr jetzt alles haben wollt. Das kann auch einfach mit der Zeit anwachsen. Ihr könnt auch einfach Ordner mit hinzunehmen. Gar kein Problem. Wenn ihr sagt, oh, da ist noch ein Ordner, bitte lasst den ins nächste Backup mit einfließen. Gar kein Problem. Einfach hinzufügen. Einfach im Backup-Script hinzufügen. Gar kein Problem. Kann man jederzeit einfach addieren. So, wir machen jetzt einfach mal hier den ETC-PVE-Ordner und wir machen vielleicht mal noch den ETC-Network-Ordner und das sollte uns erstmal soweit reichen. Also nochmal, Borg create minus stats, damit wir auch ein paar Statistiken nachher haben. Progress, ein Progress-Balken, Compression, LZ4, ist halt eben, ne, komprimiert ganz gut, aber trotzdem schnell. Und dann nach root at, keine Sorge, ihr solltet normalerweise kein root benutzen, ich mache es in meinen Videos aber immer. 192.168.0.54 nach Ordner opt backup und wir wollen den Pfad etc pve und den
Pfad ETC Network Backup. Bumm, schießen wir ab. Ich erwarte jetzt, okay. Er hat hier No Archive. Okay, das ist natürlich mein Fehler. Ich muss natürlich noch ein Archive spezifizieren. Also das heißt, eine Durchnummerierung mittels Datum oder sonst was. Das kommt aber gleich im Automatisierten. Ich nenne das jetzt einfach mal hier 1. Ist egal. Jetzt erwarte ich, dass er mich nach dem Passwort fürs Repository fragt und damit er dann das Backup starten kann. Enter Passphrase hatten wir eben gehabt. YouTube und dann kann es auch schon losgehen. Ihr seht, das war jetzt nicht viel, das war winzig klein. Backup ist durchgelaufen und hatte eine Originalgröße von 76 Kilobyte. Was soll auch da drin stehen, sind halt eben nur ein paar Konfigurationsdateien und Metadaten. Dedupliziert ergibt das Ganze 51 Kilobyte und ich würde sagen, ich ändere hier einfach mal die Backup-Pfad oder die Backup-Archiv-Information einfach mal ab und mache noch ein Backup, damit wir auch sehen, dass Deduplizierung und Compression in dem Fall auch weiterhin funktioniert. Ich bestätige das Ganze wieder mit meinem Passwort und ihr seht, dieses Backup hat jetzt nur noch 7 Kilobyte gebraucht. Das waren wahrscheinlich viel mehr Header-Daten oder Metadaten, obwohl es wieder 76 Kilobyte groß war. Es ist im Endeffekt lediglich das Delta, was wegkopiert wird. Funktioniert soweit wunderbar. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein Borg-List root at 192.168.0.54 auf opt Backup einfach mal abschießen und uns die zwei Backups, die wir dort haben, mal anschauen, wenn ich denn alles richtig geschrieben habe diesmal. Er fragt uns nach dem Passwort. Und hier haben wir die zwei Backups, 16.30 Uhr, 16.30 Uhr und 52 Sekunden. Beide Backups sind da. Wird jetzt erstmal soweit wunderbar funktionieren. Wir wollen das Ganze natürlich automatisiert haben. Dafür habe ich natürlich ein Skript vorbereitet, beziehungsweise das ist auch von der Original-Borg-Seite. Ich möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Habe es nur ein bisschen angepasst, damit es auch für euch, für euer Backup im Endeffekt mit Proxmox direkt funktioniert. Da gehen wir jetzt rein und passen das Ganze so an, dass wir das Ganze hier auch automatisiert durchführen können und dann gleich einfach einen Cronjob anlegen. Also, wir gehen in den Ordner Root. Da habe ich das Ganze, glaube ich, schon abgelegt unter der Backup-SH-Datei. Einfach reingehen und fangen wir mal oben an. Borg Repo. Da kommt im Endeffekt hin, was und wohin das Backup wieder geht. Haben wir gerade mehrfach gesehen. Root at 192.168.0.54 Doppelpunkt opt Backup. Ich glaube, ich habe es hier bei klein geschrieben und da geht das Ganze hin. Dann fragt er mich hier nach meinem Repository-Passwort, haben wir gerade gemeinsam definiert, namens YouTube. Dann geht das Ganze hier weiter und macht genau dasselbe, was wir getan haben. Borg Create, gibt die Statistiken aus, LZ4. Und jetzt kommt der kleine Clou, hier geht er nämlich hin und definiert im Endeffekt in dem Backup das Backup mit dem Namen Hostname plus Bindestrich Timestamp. Heißt hier einfach in geschweiften Klammern now. Hier in der Datei werde ich jetzt mit Backupen etc pwe. Ich kann es ja noch anpassen, dass ich vielleicht den ganzen Ordner Network vielleicht mitnehme. Ist nur ein Beispiel. Wie gesagt, das könnt ihr einfach beliebig erweitern. Wird dann einfach mit ins Backup aufgenommen und wird auch dann dedupliziert und wegkomprimiert. Ja, im nächsten Step wird das hier unten alles gepruned. Gepruned heißt, alles was älter ist als wird rausgelöscht. Also wir werden das jetzt so einrichten, diese Logik müsst ihr euch selber im Kopf halten, dass von meinem Proxmox Host einmal täglich ein Backup gemacht wird. Dann wird alle 7 Tage das Daily aufbewahrt, am 8. Tag fliegt dann das 8. Daily Backup raus und wird halt eben durch das tagesaktuell frische ersetzt. Genau dasselbe bei den Weekly und Monthly, werden halt 4 und 6, bei den Daily sind 7, also wenn wir irgendwann eine volle Woche haben, aufbewahrt und so hat man halt eben mit einer gewissen, ja selbst definierten Retention Time, also einer Aufbewahrungszeit, das Proxmox Host Backup definiert. Das macht dieser Befehl Borg Prune nochmal hier im Skript automatisch. Könnt ihr wie gesagt für euch einfach anpassen. Ja, ansonsten gibt es hier nichts weiter, es sind nur ein paar Informationen, Laufzeitvariablen, das Ganze können wir jetzt so speichern. Ich hoffe, hier oben mit dem Borg-Repo mit dem SSH funktioniert soweit, sonst müssen wir uns das Ganze nochmal anschauen. Wenn ihr die Datei angelegt habt, nochmal bitte ein chmod plus x, damit man das Ganze auch ausführen darf, mit der Backup-SH-Datei, das heißt, ist jetzt ausführbar, und dann werden wir die Datei jetzt einfach mal starten. Ja, Start Backup, mal gucken, was er tut. Wir warten mal eine Sekunde ab. Wunderbar, hat funktioniert. Jetzt geht er schon los und löscht alte Backups.
Eigentlich gibt es da nichts gerade großartig zu löschen. Sehen wir auch, dass wir keine Informationen hier stehen. Was hat er jetzt getan? Hier oben, wir haben das Ganze gestartet, ne, 4.34 Uhr im Endeffekt. Start Backup. Er hat das Ganze hier wieder mit denselben Ordnern gemacht. Das war wieder ungefähr 76 Kilobyte groß. Ja, und wieder 7 Kilobyte im Endeffekt nur geschrieben, weil es ist alles wegdedupliziert und komprimiert. Ne? Im Endeffekt rein rechnerisch gesehen auf der Festplatte, rein rechnerisch, nicht physikalisch, belegen wir gerade 228 Kilobyte, aber dafür ist ja Borg da, um uns das Ganze wegzusparen. Das hier ist die Zahl, die wir wirklich, also 65 Kilobyte, wirklich auf der Festplatte momentan an Speicherplatz für unser Backup verbrauchen. Da könnt ihr euch jetzt schon mal im Vorhinein denken, wenn wir das Ganze auf virtuelle Maschinen herunterbrechen, wie viel Speicherplatz wir dort sparen werden, wenn wir ja das sogenannte, ich teaser jetzt mal an, VZ-Borg Backup nutzen, dann kann man da auch sehr, sehr viel sparen. Wunderbar, das Skript funktioniert. Wir gehen jetzt mal hin und machen das Ganze nochmal, einfach nur zur Überprüfung und gucken dann jetzt gleich nochmal ins Borg-List rein, ob der das Ganze auch mit den Original-Timestamps, ich sehe schon, der Timestamp ist richtig, auch auf unserem ja, Zielhost anlegt und wir das Ganze dementsprechend auch identifizieren können. Gucken wir mal rein, Borg-List, wir gucken dann nochmal ins Backup rein, müssen das Passwort nochmals definieren. Mache ich auch sofort YouTube. Und hier sehen wir jetzt, die Datei heißt Server-Timestamp und da wird dann ganz normal das Backup jetzt abgelegt. Nicht wundern, warum jetzt hier nur ein einziges steht, obwohl wir das Skript zweimal haben durchlaufen lassen. Ist klar, wir haben das Skript jetzt gerade zweimal durchgeführt. Er löscht halt eben das Daily Backup von vorher weg, weil wir haben ja gesagt Daily 1, das heißt immer nur ein tägliches. So, jetzt müssen wir das Ganze noch verautomatisieren. Wie machen wir es? Na klar, mit einem Cronjob. Dafür gehen wir in die Crontab-E und müssen jetzt uns erstmal überlegen, wann ist denn der beste Zeitpunkt, unser Backup durchzuführen von unserem Host? Ja, wahrscheinlich am besten nachts oder sowas, ne? 3 Uhr nachts, wie auch immer, das ist reine Gefühlssache. Ich sage jetzt einfach mal um 0.04 Uhr, also 4 Uhr nachts zur Minute 0, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, immer wieder, überall. Das heißt jetzt die 04 Sternchen, Sternchen, Sternchen. Also um 4 Uhr nachts zur Minute 0 wird das Backup jetzt gemacht. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr und so weiter und so fort. Was muss ich jetzt hier machen? Ich gehe erstmal in den Ordner Root rein. Ne? Das, so definiere ich das hier. Und dann führen wir das Ganze genauso aus, wie ich es gerade getan habe. Einfach mit ./backup.sh. Damit wird jetzt einfach ein Backup initialisiert um 4 Uhr nachts. Wo das Backup halt eben in meinem Ordner drin liegt, /root. Ich gehe extra in den Ordner rein, weil es gibt immer viele da, viele Skripte, die halt eben irgendwas in den Ordnern ablegen und dann ist der Pfad einfach richtiger, wenn man in den Ordner reingeht. Deswegen mache ich das hier so. Einfach speichern und damit mit Steuerung C kann man das Ganze dann einfach schließen, den Crontab. Hier steht es auch, Installing New Crontab und damit ist das erledigt. Jede Nacht um 4 Uhr läuft jetzt mein Backup. Das war es erstmal zum Teil von Proxmox Host Backup. Wie gesagt, die Informationen, die ich jetzt hier überhaupt euch überhaupt ja, gegeben habe, basieren auf den Informationen, die ich selber mir erstmal zusammenpoolen musste. Was backupt man denn überhaupt denn auf einem Proxmox Host? Und da gebe ich euch jetzt nochmal meine persönliche Empfehlung. Wenn so ein Host sterben sollte, geht nicht hin und macht sozusagen ein Borg Backup Restore. Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Alleine, weil schon super viele IDs, Node-IDs, Cluster-Node-IDs und sonst was irgendwo drinstecken. Dieses Backup aus meiner Sicht dient lediglich dafür oder ist lediglich dafür da, um bei einer Frischinstallation des Hosts sozusagen die Daten mittels Copy-Paste, ihr als Administrator könnt das ja über die GUI einrichten, im Endeffekt nachzukonfigurieren. Hat meiner Meinung nach, zumindest nicht bei allen, bei den virtuellen Maschinen-Images natürlich, aber bei der Host-Konfiguration definitiv bitte nur ein Copy-Paste und kein Restore machen. Ihr werdet damit definitiv in die Falle treten. Dafür ist es einfach nicht gemacht. Es ist einfach lediglich dafür da, damit die Daten, eure Standardkonfigurationen des Hosts einfach wieder da sind und besonders eure virtuellen Maschinenhüllen, wenn ihr nicht im Cluster seid. Wenn ihr im Cluster seid, sind eure virtuellen Maschinenhüllen natürlich noch auf der anderen Seite des Clusters vorhanden. Aber, was soll ich sagen, beim Single Node natürlich nicht. So viel dazu, das war das Proxmox Host Backup mit dem Borg Backup Tool.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da, ein Abo-Button. Kommt auf meinen Discord-Server. Wir sind alle ganz lustig und immer dran denken. Dienstags ist meistens immer Livestream-Zeit. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Ciao.